Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal, wie man schnell und einfach das Crosshair ändert und wie man die Konsole öffnet, also beziehungsweise einstellt und öffnet. Weil ich das mal unter dem Video gefragt wurde, ob ich das nicht mal zeigen kann, und das tue ich jetzt. Und zwar gibt es zwei Varianten, wie ihr die Konsole öffnet, nicht die Konsole, fangen wir mit dem Crosshair an. Es gibt zwei Varianten, wie wir das Crosshair ändern können, und da gibt es eine ganz einfache, und mit der bin ich vollkommen zufrieden, weil ich das auch so immer mache und verwende. Und zwar braucht ihr eine Community Map dazu, die verlinke ich euch in der Beschreibung. Da kommt ihr dann hier hin und die abonniert ihr euch dann. Wenn ihr das gemacht habt, wartet ihr, bis die halt heruntergeladen ist, startet offen mit Bots Workshop. Hier ist sie. Einfach mit einfachen Bots halt, und startet ihr mal die Map. Ich verwende die Map auch immer auf jeden Account, und ich finde, das so ist es halt viel einfacher und geht viel schneller, das Crosshair zu ändern. Und dann kommt ihr halt hier in so einen Raum, da habt ihr dann schon so vorgefertigte Crosshairs von ganzen Gesellspielern halt. Könnt ihr euch halt mal so aussuchen, was ihr für ein Sword einfach mal drauf schießen. Hier hinten habt ihr dann noch von irgendwelchen Spielern beziehungsweise auch irgendwelche Randoms Crosshairs, was eigentlich auch fun ist. Hier sind dann auch noch welche, das sind dieselben wieder vorne. Und wenn ihr euch dann schon eins ausgesucht habt, aber noch nicht so ganz damit zufrieden seid, könnt ihr hier halt dann noch Farbe ändern. Ich habe halt immer das Giftgrüne, beziehungsweise die Größe, und ja, könnt ihr euch das halt dann noch individuell anfertigen. Aber ich bin halt mit dem von Fangs zufrieden. Dann könnt ihr halt noch schauen, ja, ein bisschen aimen hin und her. Sonst eigentlich, ja, es ist ziemlich einfach, wie ihr seht, zum Wechseln. Und jetzt zeige ich euch noch schnell, wie ihr halt die Konsole einstellen könnt. Die geht ihr einfach hier auf Hilfe und Optionen, Spieleinstellungen, dann bei Entwickler Konsole aktivieren auf Ja. Dann geht ihr einmal zurück, dann Tastatur und Maus, das scrollt ihr ganz runter, hier habt ihr dann Konsole öffnen. Stellt ihr halt dann auf einer beliebigen Taste ein, oder weiß nicht, vielleicht ist sogar schon eine eingestellt. Und dann könnt ihr sie auch schon ganz einfach öffnen. So, das war's im Prinzip auch schon wieder. Ich habe ja gesagt, das geht schnell und einfach. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über ein Abo noch viel mehr. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.